Nächste ist Gabriele Heinisch-Hossek, SPÖ-Abgeordnete aus Guntramsdorf in Niederösterreich. Sie hat schon mehrere Ministerämter in ihrer Karriere begleitet. Herr Bundesminister wird gleich wieder kommen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und alle, die uns zusehen. 3 Tage lang reden wir jetzt über Milliarden und Abermilliarden Euro, die eigentlich das abbilden sollten, wie sich eine Gesellschaft auch entwickeln soll, Jahr für Jahr weiterentwickeln soll. Und ein Thema, das sehr oft absichtlich vielleicht ausgespart wird, über das wir aber reden müssen, ist das Thema Armutsgefährdung und Armut von Kindern, von alleinerziehenden Frauen mit ihren Kindern, von Frauen im Alter, von zugewanderten Familien, Mehrkindfamilien. Und Ex-Kanzler Kurz, der sich mit seinem Telefon jetzt beschäftigt, war einer, der immer wieder dieses Thema ausgespart hat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und eher negativ über dieses Thema geredet hat, nämlich dass Menschen nicht aufstehen wollen, weil sie nicht arbeiten wollen. Und das ist eigentlich sehr menschenverachtend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Thema Armut und Armutsgefährdung ist mitten in dieser Gesellschaft gelandet. Und wir müssen darüber reden. Und ich weiß, dass Bundesminister Mückstein sich bemüht. Er bemüht sich auch mehr als die Türkisen, die Pandemiebekämpfung in den Griff zu bekommen. Er bemüht sich auch, dass die Gesellschaft, dass die Menschen gut geschützt sind. Das interessiert die ÖVP schon weniger, weil da geht es um andere Interessen, wie den Tourismus, aber dass sie damit auch die Bevölkerung gefährden, das haben sie nicht oder absichtlich nicht auf dem Radar. Und es sind 350.000 Kinder, Herr Ex-Kanzler, die armutsgefährdet sind. 350.000 Kinder, die mehr Stress haben als andere, die kränker sind als andere und die weniger Zukunftschancen haben. Ich erinnere nur, heute im Morgenjournal war ein Beitrag über 32 Studien, die weltweit durchgeführt wurden, wie Kindern, die bildungsbenachteiligt sind, ihre Zukunftschancen genommen werden. Weltweit global untersucht, dass diese Pandemie Kinder benachteiligt. Und jetzt stellen wir uns armutsgefährdete Kinder vor, Menschen, die nicht genug zum Leben haben, Kinder, die zu kleine Schuhe tragen, die keine Winterkleidung haben oder zu wenig Winterkleidung haben, Menschen, die in ihren Wohnungen nicht genug heizen können, dass Kinder ein wohliges und ein wärmendes Gefühl auch verspüren. Die haben viel weniger Chancen als die Kinder und Enkelkinder, die vielleicht Abgeordnete hier in diesem Hohen Haus in ihrer Familie haben. Und ich glaube, auch darüber und genau darüber müssen wir sprechen. Und wenn wir über Delogierungsprävention mit 24 Millionen, das hat der Minister dreimal erwähnt in den Vorgesprächen, reden, dann ist das gut. Aber das bildet nicht alles ab, was wir gegen Armutsgefährdung tun. Und schließlich und endlich, schwarz auf weiß, haben Sie sich ins Regierungsprogramm geschrieben, wir wollen in dieser Legislaturperiode die Armut halbieren. Es ist keine Rede davon. Und daher müssen wir hier in diesem Haus über dieses Thema öfter und noch intensiver reden.